Was geht ab, lieber Tennisfreund? Du bist wieder bei meintennisgame.de. Mein Name ist Markus und es sind immer noch 30 Grad hier im Schatten. Ich zerfließe, aber das hält mich nicht davon ab, mal ein Video darüber zu machen, was ich von dieser sogenannten Next Gen halte und warum ich glaube, dass denen etwas fehlt, das die alte Generation noch hatte. Und was das ist und warum das der Grund ist, warum die sogenannte Next Gen meiner Ansicht nach Djokovic, Rafa und so niemals attackieren kann, in diesem Video. Let's go! So, also, worum geht's? Es geht darum, dass die ganzen jungen Spunde, Tsitsipas, Zverev, Rune und wie die alle heißen, meiner Ansicht nach eher Instagram, TikTok, Facebook und Social Media Tennisspieler sind und eben keine voll konzentrierten, voll fokussierten, voll leidenschaftlichen, hingebungsvolle Warrior sind. Das mag auch der Zeit und der Gesellschaft geschuldet sein, aber wenn wir mal zurückblicken, die Spieler damals, die hatten einen ganz anderen Durst nach Siegen. Die hatten einen ganz anderen Hunger nach Siegen und die haben auch alles dafür getan. Und ich weiß noch, wie John McEnroe mal erzählt hat, wie er Boris Becker, glaube ich, vor einem Finale eine Ratte nach Hause geschickt hat in einem Paket. Ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist oder ob das wirklich passiert ist oder ob ich mir das selber ausgedacht habe, aber das ist eine Geschichte, die ich selber mal aufgeschnappt habe. Und die heutige Zeit, die heutige Generation, habe ich das Gefühl, da geht es vor allem darum, auch nach Niederlagen insbesondere sich noch gut in Szene zu setzen, auf Social Media gut auszusehen, sich selbst zu vermarkten und einfach eine Brand auch aufzubauen. Und ich glaube, das war den Spielern damals vollkommen egal. Also wenn in Pete Sampras und Agassi, klar, die wurden auch stark vermarktet über Nike, aber am Ende des Tages ging es da vor allem um die Legacy und um das Tennis. Und heute ist es anders. Wie gesagt, das ist auch der Zeit geschuldet. Ich will auch gar nicht sagen, dass das irgendwie schlecht ist. Ich würde sagen, dass ich das so sehe. Das kann eine subjektive Empfindung sein, aber ich denke schon, dass das auch ein objektives Ding ist. Weil wir wissen ja alle, sobald du ein bisschen Reichweite hast, dann musst du irgendwie sehen, dass du das monetarisierst, damit du eben auch dein Business machst. Und das sehen wir ja, also die ganzen Spieler leben ja nicht hauptsächlich von Preisgeldern, sondern das, was da vor allem reinkommt, das sind ja vor allem Werbedeals. Ja, das sind Werbedeals, Produktplatzierungen und damit wird die dicke Kohle gemacht und nicht mit Preisgeldern. Wenn wir das nochmal zusammenfassend uns anschauen, ich denke eben, und das ist auch das, was mir persönlich fehlt. Also ich schaue Tennis vor allem wegen der Charaktere und ich freue mich immer, wenn dann irgendwelche Leute in Pressekonferenzen dann doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und mal ein bisschen mehr Insights geben, wie es wirklich in ihnen aussieht und nicht immer diese glattgebügelten Interviews, die jedermann hört. Und mir fehlt auch dann die Rivalität unter denen, immer dieses am Netz umarme und wir haben uns alle lieb, das stört mich. Das war ja schon bei Rafa und Roger so, wobei da hat es eher einen romantischen Touch, da finde ich es schön. aber das ist ja auch noch ein ganz anderes Thema. Also Thema ist ja hier, dass die alte Generation eben, die hatte kein Social Media, die hatten Zeitungen und da gab es dann vielleicht das Fernsehen mit einem Interview und die hätten das wahrscheinlich auch so gemacht mit der Selbstinszenierung. Aber ich glaube, dass die Distraction, also die Ablenkung heute viel, viel größer ist als damals. Also es ist viel, viel schwerer heutzutage sich zu fokussieren als Spieler als damals. Du wirst überhäuft mit Werbedeals, mit Komplimenten, mit Social Media, mit Kommentaren, mit Hasskommentaren, mit Emotionen und es ist nicht einfach, da auf dem Boden zu bleiben und dein Ding zu machen. Und deswegen, wie gesagt, ist es auch kein Vorwurf oder sonst was, es ist einfach eine Feststellung. Schreib du mir mal gerne in die Kommentare, wie du das siehst. Das ist meine subjektive Empfindung. Schreib mir gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao, Markus von meinem Tennis Game.